Also, ich bin der Köbel Dittmer, Jahrgang 1946, geboren in Obertraun. Bin Wanderführer für den Obertrauner Wanderherbst und auch gleichzeitig fürs Hotel in Bad Gäusern. Und mache das eigentlich die Wanderführung schon seit 1996. Gekommen bin zum Wandern eigentlich durch die Liebe zu den Bergen. Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr unterwegs. Mein Vater war Skilehrer in Krippenbrunn. Und da bin ich schon mit 6 Jahren aufgekommen und bin dann später ein guter Skifahrer gewesen und bin auch weit um mich umgekommen. In Oberösterreich war ich ja, unter die 10 Besten. Und ja, die Liebe zu den Bergen ist einfach alle da gewesen. Zum Wandern bin ich dann gekommen in der Pension, weil ich mir denke, so irgendwas brauche ich. Und dann hat sich das mit den Naturfreunden bei Tischl ergeben. Da bin ich dann dazugekommen. Und das hat mich dann praktisch in alle Berge da in Österreich und auch in die Schweiz geführt, auch nach Südtirol. Und die Berge sind für mich wie eine Sucht. Am Dachstall kenne ich mich eigentlich ziemlich gut aus. Ich kenne alle Wege, auch die Jagerwege. Wir sind im Wanderherbst steil gegangen Richtung Ödensee, dann den Schafsuchersteig über Hirschberg und Speigberg. Also wo nicht normal als jeder geht, aber wir machen eine Wanderung für den Natural Trail, dann auf die Simone und auf das Wiesberg, dann Überquerungen über das Dachstallplateau, über die zur Brünnerhütte in Stoderzinken oder zum Beispiel über die Feisterer Schatte runter ins Einstal. Und das sind Gebiete, wo der normale Wanderer nicht so hinkommt. Wiesberghaus, Simone ist meistens recht überlaufen. Was auch ein schöner Aussichtsberg ist, das ist der Taubenkogel, weil da hat man den Gletscher direkt vor sich. Wir machen Wanderungen meistens nur bei schönem Wetter. Also das ist, wenn es so zwitzer ist, man hat nichts davon auf die Berge, wenn die Berge in Wolken sind, man sieht nichts. Also wir schauen schon, dass da schönes Wetter ist. Was schönes Wetter ist, ist schon, dass die Berge frei sind. Dass die Berge frei sind und weil Nöbel bringt es für die Leute nichts. Es mag vielleicht eine Stimmung ergeben, aber wenn Wolken sind, aber einfach schöner zum Wandern ist, wenn ein klares Wetter ist. Und da ist es am schönsten, wenn es im Herbst, da ist die Luft einfach klarer, sie ist nicht so labil und dadurch ist es einfach schöner zum Wandern, ist auch nicht mehr so heiß. Also die Zeit zwischen September und Oktober ist wirklich sehr günstig und manchmal ist sogar bis November noch schön. Wer frisch anfangen will, ist erstens einmal wichtig, dass er mal eine Grundkondition hat. Also dass er wandern kann, mindestens 3-4 Stunden, ohne dass er Atemnot hat. Unbedingt schwindelfrei muss er nicht sein, weil wir machen Wanderungen, normale Wanderungen. Es gibt natürlich bei manchen Wanderungen, wo ein kleiner Stieg ist, wo man aufpassen muss, aber die meisten Wanderungen sind eher schwindelfrei. Was man sein muss, ist Trittsicherheit. Was heißt Trittsicherheit? Man muss sicher sein im Tritt. Man darf nicht runterschauen und dann sagen, so, jetzt geht's runter. Das sollte man vermeiden. Und man hat oben einfach ein anderes Gefühl als wie herunten. Herunten schaust du halt auf wie auf die Berge, wie schön es ist, oben kennt. Aber wenn du da oben bist und dann hast du einen Blick zum Dachstall, das ist für mich einer von den schönsten Blicken in ganz Österreich. Zum Schluss möchte ich mich noch verabschieden und für alle Leute, die so vielleicht unterwegs sind, ein schönes Wetter wünschen und einen unfallfreien Herbst.